Guten Morgen und damit herzlich willkommen zum vierten Tag unserer Alpenüberquerung. Gleich gibt's Frühstück, aber erst wird das Nachtlager noch verräumt. Dann schauen wir, ob wir genug Wasser haben. Das sind unsere Herausforderungen um 7:30 in der Früh. Wir wollen um 9 Uhr ungefähr losstarten. Das schaffen wir heute. Ja, denke ich auch. Bis gleich. Wir fahren jetzt los. Heute 20 Kilometer geplant. 1200 Höhenmeter, ein bisschen weniger als gestern an Kilometern, aber mehr Höhenmeter. Ich gehe mal davon aus, viele von euch haben Tag 3 das Video schon gesehen. Trotzdem nochmal kleines Resümee, wir sind an Tag 3 über das Pfitscherjoch gefahren. Von dort aus dann nach Sterzing runter, am Eisack entlang, die Brennerstraße entlang bis nach Brixen runter. Dort nochmal eingekauft und die letzten 300 Höhenmeter Richtung Lüsen. Den Berg nochmal hoch zu unserem wunderbaren Schlafplatz. Wenn ihr noch nicht reingeschaut habt, ist echt eine coole Tour geworden. Heute an Tag 4 geht's von unserem extrem wunderbaren Schlafplatz aus nach Lüsen und dort wird nochmal eingekauft. Im Anschluss nur noch bergauf die ganze Zeit, bis wir wirklich oben am Col d'Alec angekommen sind auf 2175 Metern. Und mittendrin verstecken sich mega technisch anspruchsvolle Anstiege, also bleibt unbedingt dran. Wo wir geschlafen haben. Italien lieben wir. Ja, stark. Und dann schauen wir mal, wie wir die Straßenblockade umfahren. Wir haben heute kein Porridge gehabt wie normalerweise, weil wir kein Wasser mehr hatten. Wir haben hier keine Quelle gefunden und ja, ein bisschen Brot gegessen. Heute fährt Leon mein Fahrrad da oben und ich fahre seins. Zoe wartet da vorne schon und wir schauen mal, wie der Tag heute so läuft. Hier nochmal ein letzter Blick auf die View. Konsti und ich haben wieder zurückgetauscht, weil ihm sein Sattel besser taugt als meiner. Der ist halt einfach super hart und leicht und sein Brooks ist halt für ihn genau auf seinen Arsch angewachsen fast schon. Back to normal then. Wir haben jetzt gerade noch mal in Lüsen eingekauft. Da hinten sind die Dolomiten. Werden uns jetzt gute 1000 Höhenmeter hochquellen, wo dann wahrscheinlich unser nächstes Schlaflager sein wird. Nicht so viele Kilometer, aber dafür bergig. Und es passt eigentlich ganz gut in den zeitlichen Rahmen rein. Vor 3 Jahren mal das Schild dahingestellt. Ja, das war es dann aber eigentlich auch schon. Italien lieben wir. Wir waschen gerade ein paar unserer Sachen, füllen die Getränke wieder ein bisschen auf. Nicer place to be irgendwie. Sehr idyllisch. Ein Frosch. Oh mein Gott, das ist ja wirklich ein Spiel. Ich dachte, ihr seid so richtig kreativ. Das ist jetzt 1. Ja, rein da. Ah.
gar nicht viel. Ja! Stark. Boah, meine war auch knapp. Ja. An den, der sich das Spiel ausgedacht hat, richtig coole Idee. Ja, finde ich auch. Vor allem, weil er gewonnen hat. Nee, habe ich nicht. Ja, okay, stimmt. Das war nach den 20. Du hast verloren. Ich bin trotzdem verloren glücklich. Und dann trotzdem. Ja, genau. So mache ich das. Diese Straße geteert und zu dem Terrain, das passt irgendwie gar nicht zusammen. Sehr interessant. Ja, stark. Es ist so schön hier oben. Erst fährt man so ein bisschen durch den Wald und hat keine Aussicht, aber einfach wunderbare Natur. Und dann fährt man auf einmal geradeaus auf das zu. Einfacher Traum. Und wir haben es nicht mehr weit, habe ich so ein Gefühl. Mal schauen. Dürfen wir vorbei? Trauen wir uns das, da das große Gatter aufzumreißen? Schauen wir mal. Ja. Gib Pfote. Wow. Wäre schon gewesen. Geht. Oh, da vorne wird's interessant. Ja gut, keine Chance. Nicht mit Gepäck. Die Wurzeln sind brutal. Bin nicht dafür gemacht. Hier ist ein River. River über den River. Und dann schauen wir mal, wie wir die Straßenblockade umfahren. Sehr schön heute. Yes. So we. Gut gemacht. Schaut euch das an. Mach ich hier. Mittagessen verdienterweise mit Hammerausblick. Schmeckt? Ja. Top. Ich habe gehört, es wurde das richtige Brot gekauft. Mit Kümmel. Bauernbrot. Grüße gehen raus an den Papa. Mit Kümmel wäre es ein Fit. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Kümmel mögt. Ihr habt's gehört. Ab damit. Seht ihr unsere Fahrräder? Ich glaube nämlich nicht. Oh,
auf dem Col d'Alec sind wir, wie auch immer man das ausspricht. 19 Uhr, ziemlich genau haben wir es jetzt. Und wir haben heute ca. 1100, 1200 Höhenmeter auf unserer Route zurückgelegt. 20 Kilometer, das ist vollkommen okay so. Hatten einige Zeit hier oben zu strapazieren und die Aussicht zu genießen. Das ist herrlich. Leon hat eine Theorie aufgestellt. Jetzt kommen wir. Okay. Leon hat eine Theorie aufgestellt. Wenn die Sonne scheint, dann ist kein Wind da. Und wenn die Sonne nicht scheint und eine Wolke drüber ist, dann ist Wind da. Schreibt in die Kommentare, ob das stimmt. Ich sage, das stimmt nicht. Aber es kommt mir manchmal echt so vor. So, der Weg hier rauf, der war ziemlich beschwerlich. Kann man nicht anders sagen. 20% nicht befestigte Straße war der Killer teilweise. Aber ich finde, das haben wir alle richtig gut gemacht. Die Kühe waren auch so eine Herausforderung, wie wir einfach da gestanden sind und die uns nicht vorbeigelassen haben. Anyways, jetzt gibt's gleich Maultaschen oder so. Tortellini. Nee. Ravioli. Ja, wisst ihr eh Bescheid. Und der liebe Alessandro, den wir hier oben vorhin getroffen haben, der hat uns freundlicherweise mit seiner Drohne gefilmt. Richtiger Ehrenmann. Hat mich sehr gefreut. Es war eine echt spannende Konversation mit ihm, weil er halt gefühlt nur Italienisch geredet hat die ganze Zeit und ich nur so, aha, okay, ja, voll. Sie. Und so ein paar Wörter habe ich verstanden, soweit, dass wir uns irgendwie verständigen konnten, teils mit Englisch, teils mit Spanisch. Es war herrlich. Jetzt geht es darum, wieder mal essen, Nachtlager herrichten und nicht erfrieren hier im kalten Wind. Tortellini sind drin. 2 Minuten. Ah, ich lieb's. Nee, du musst dir 10 Stück ziehen. Lass mich doch mal alle. Mit links! Oh! Ja, für wen war das? Kannst du. Der Plan ist was, dass der eine Person irgendwann die Beine ganz weit auseinander hat. Ja, und verliert, weil sie umfällt und nicht mehr weiter rücken kann. Mann, das geht. Hey, mach mir auf! Hey, mach mir jetzt! Ah! Jetzt werf! Komm, werf! Ja! Come on! Aber dann lass mich wenigstens hoch. Hey, das ist dein Video. Okay, lass mal zur Sonne schauen. Oh,